Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder zurück. Noch mitten in der Wüste bei Nomaden mit Oma und Opa. Nein. Und Bahar, den haben wir ja. Moment, wo war denn der noch? Nee, Bahram. Den haben wir also alles erledigt hier. Ach, guckt mal, da hinten sind ja noch ein paar Viecherches. Die könnte man doch eigentlich jetzt mal noch platt machen zusätzlich. Denn die bringen ja Experience Points. Ja, aber so nicht. Liebe Leute von heute, wo ist denn jetzt der Ring der Geschwindigkeit? Damit ich hier mal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen kann. Oh, das sind auch sehr viele. Mache ich erstmal gucken, wie das hier wird. Kann ich die ja mit meinen Superfähigkeiten, die ich jetzt geskillt habe, eventuell mit einem Schlag. Nee. Ein Mistvieh weniger. Oh. Okay, mit zwei Schlägen geht's schon. Okay. Dann der andere Sandkrafler. Ich mach die jetzt im Off. Das ist ja irgendwie unspannend. Hauptsache, ich sammle ein paar Experience Points. Ich glaube, ihr könnt es verstehen. Mal gucken. Ich habe den Sprengpfeil. Vielleicht kann ich dann halt hier besser und schneller agieren, wenn ich die beiden Sandkrawler hier mal... Okay, ja, okay, ja, das klappt doch. Also, super Skill. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Nicht, dass ich dann irgendwie in irgendwelche anderen Gewohnheiten kippe. Ja, die hätten wir jetzt hier erledigt. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel in der Nähe. Und auch an dieser Stelle mal herzlich gedankt an die Kommentare, die ich bekommen habe. Vor allem, was das magische Wissen angeht. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben, und zwar Buchständer gibt es als erstes. Amru das Buch stehlen. Danke für den Tipp. Und was heißt das, Amru das Buch stehlen? Das heißt ganz einfach erstmal umziehen. Rüstungen. Dann können wir ja gleich, was weiß ich, die Assassinen-Magier-Robe nehmen. Genau, weil ich muss ja zurück hier nach, genau, Tempel von Ashtot. So, und dann geht es zu Amro. Ja, rendern wir mal kurz ein. Gut. Ach ja. Denn ich meine, ich habe das Buch von ihm noch nicht gestohlen. Und ich werde es mir jetzt holen. Übrigens nehme ich jetzt dichter auf, also enger auf. Das heißt also, wenn ihr hier... das jetzt hier am Samstag sehen solltet, dann habe ich es einen Tag davor schon aufgenommen. Also jetzt ist bei mir Freitag. So. Und kann dann besser auf eure Kommentare reagieren. Jetzt geht's daran, ihm um eine Printmedie zu erleichtern. Was haben wir denn an Geschick? 185. Sollte wohl klappen. Es wäre verdammt schwierig. Er labert. Na also, Lehrbuch der Magie erhalten. Das gucken wir uns dann auch mal an. Schriften. Ich guck mal, wo das ist. Da ist es ja. Lesen. Verstehe. Wunderbar. Magisches Wissen plus 8. Macht summa summarum. Kann ich das hier eigentlich schon hier lesen? Nein, ne? Magiewissen. 217, natürlich. Jep, okay, auch das haben wir geschafft. Jetzt heißt es ja... Moment mal, hier werde ich natürlich... Kann ich hier eigentlich rein? Natürlich kann ich hier rein. Seit wann das? Hä? Jetzt muss ich mal gucken. Gucken wir mal. Siehst du, noch nie geknackt. Da war ich noch nicht im Raum. Also. Supi. Ey, das gibt Magiesprüche hier. Todeswelle. Feuerball. Und kleiner Feuersturm. Nehmen wir es mal auf. Dann machen wir das auch gleich hier mit der Truhe nebenan. Gucken, was die hat. Aha.
Jupp. Mhm. Geißier. Schwere Wunden heilen. Und Feuerregen. Das ist doch perfekt, oder? Ist doch super perfekt. So mag ich das. Gibt es denn noch ein Trüchen hier in der Nähe? Das wäre nämlich cool. Ja, ich speichere erstmal. Oh, wie geht's? Da sind auch bestimmt wieder Magiesprüche, also Spruchrollen drin. Okay. Okay. Wie lustig. Oh, ein bisschen Geld ist auch dabei. Goblin-Skelett erschaffen. 120 Gold und Verwandlung Schattenläufer. Auch gut. So will ich's haben. Yep. So, die beiden haben wir. Jetzt geht's hier noch wieder raus. Oh, welch ein Graus. Es geht hier raus. Hier gibt's ja noch mehr. So muss das sein. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt plötzlich hier... Na, warte, du dreckiger Dieb. So, jetzt habe ich die Tür von innen wieder verriegelt. Hey, du. Was schleichst du da rum? Ich wollte schleichen, ganz langsam sein. Die mit ihren Röntgenaugen, die nerven mich. Wieso kann ich denn hier nichts... Moment mal, vielleicht geht's ja jetzt. Schleich mal ein bisschen rum. Okay, gibt's keine Warnung mehr. Mal gucken, schwere Wunden heilen. Na warte, du dreckiger Dieb. Da muss ich mir was überlegen. Andere Option. Ich lege mich mal schlafen. Aber ich glaube auch, dass dann, wenn ich mich mal hier schlafen legen sollte... Und eventuell bis Mitternacht schlafe. Dass dann hier voll ist. Oder wenigstens einer hier schlafen kann. Das Bett ist frei. Ups, sorry. Auch frei. Das ist ein bisschen eng hier. Da kommt die Kamera nicht so ganz klar. Bett ist auch frei. Aua! Ah, das wird nichts. Ich merke schon. Was soll das denn werden? Ja. Warum schleichst du hier rum? Schade, schade, schade. Funktion nuckelt auch so nicht. Gib mir mal bitte einen Tipp, wie ich dann hier doch noch irgendwie hier an die vorbeikomme. Wäre cool. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Neu geladen. Jetzt geht's mal in die Bibliothek. In die Blabiliothek. Nee, das ist ja nicht die Blabiliothek. So steht das jetzt nicht mehr hier. Nee, das kann ja nicht die Blabiothek sein. Ich bin ja wieder völlig down and out. Ja, ich habe Trouble in or on my mind. Da steht's doch. Bibliothek. Aha. Denn... Denn ich muss ja noch mal den Schlüssel die Truhe da öffnen. Das ist ja die Almansur-Truhe. Buchkommoden werde ich ja wohl alle gelesen haben, hoffe ich. Das ist ja wohl klar. Ja, gut, dann brauche ich die anderen nicht machen. So, Almansurs Truhe speichern. Jetzt kann ich die Truhe auch öffnen. Und was haben wir drin? Ein Questeintrag habe ich gehört. Die Grabkammer. Schlüssel zum Grab Balhanshars. Leute, das ist Geld. Gold, Gold, Gold ist gut. Alles klar, gucken wir mal ins Logiboggi. Ich habe in der Truhe des Magiers Almansor in der Bibliothek von Ashdod einen Schlüssel gefunden. Dieser öffnet die Pforte zur Grabkammer des Magiers Balhanshar. Das ist natürlich eine coole Sache. Aber wer ist er? Wieso steht da jetzt einer? Nee. Na, wenn das nicht... Sieh mal einer an. Unser Adept aus Korinnes. Kane, was machst du plötzlich hier? Da staunst du, was? Der gute Kane hat euch alle hinters Licht geführt. Ich wusste, dass du hinter dem Geheimnis Balhanshars und der Knochenkrieger her bist. So? Woher denn? Pah, du hast dich viel zu auffällig verhalten und die Leute ausgefragt. Das kam mir verdächtig vor. Und darum habe ich dich, solange du hier in Ashdod warst, keine Sekunde aus den Augen gelassen. Was willst du denn eigentlich von mir? Na was schon? Den Schlüssel zur Grabkammer. Her damit. Ich verstehe dich nicht. Ich denke, du wolltest nach Korinnes und den Schläfer wieder erwecken. Und du hast mir das genauso abgenommen wie die anderen Tölpel von Magier. Seit ich in Ugar bei Tartaron war,
habe ich mitbekommen, dass die Magier hier was ganz Großes planen. Sie haben den alten Meister der schwarzen Zunft zu ewigem Leben erweckt, damit dieser Belias Willen vollstreckt. Die Knochenkrieger sind seine Schergen, die der große Untote aus dem Staub der Erde wieder zum Leben erweckt. Noch sind es wenige, aber schon bald wird ein ganzes Heer von Untoten die Anhänger Innos vernichten. Ich aber werde den großen Magier bitten, einen Teil seiner großen Macht zu erhalten, um für ihn die Welt zu unterwerfen. Und du glaubst, ohne weiteres in die Grabkammer zu kommen? Natürlich. Warum denn nicht? Ich habe im Gegensatz zu dir einen wichtigen Hinweis darüber entdecken können. Es wird also nichts und niemanden geben, der mich aufhalten kann. Auch du nicht. Denn dein Ende ist jetzt gekommen. Oh, war ja. Na, bevor er hier großartig... Hey, nicht so schnell, bitte. So, Quain die Grabkammer. Okay, auf jeden Fall habe ich den hier... Was hat der nicht alles? Auch ein Buch, einmal nach des... Ach, auch noch einmal nach des Besessenen. Eine alte Buchseite von Balhan Shah. Das sind also die Hinweise. Leute, ich glaube, dass... ich jetzt einen Fehler gemacht habe, weil die könnten alle gegen mich sein. Gucken wir mal ins Logbuch, und zwar die Grabkammer. Cain ist tot, ich sollte ihn durchsuchen. Vielleicht hat er irgendwas bei sich, was wichtig sein könnte. Okay, jetzt gibt es noch hier den Tempel von Ashtot. Nachdem ich den Schlüssel zur Gruft gefunden hatte, tauchte plötzlich Cain auf. Ich werde ihn wohl beseitigen müssen. Danach sollte ich sogleich zur Gruft aufbrechen. Ich will das mal ausprobieren. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, ob die wirklich... Oh, war ja. Ich weiß es nicht. So. Die sind alle noch. Die sind alle noch okay. Also sie sind nicht gegen mich. Okay. Jetzt weiß ich nicht. Blackie hat mir gesagt, so von wegen musst aufpassen. Entweder passiert das, indem ich die Tür bei der Gruft öffne oder jetzt schon. Wisst ihr was? Ich muss mich entscheiden und ich mache es folgendermaßen. Ich werde die Truhe noch nicht öffnen und gehe wieder zurück und werde dann nochmal nach Buchständern suchen. Ja, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, ob das wirklich Auswirkungen gehabt hätte, dass ich da den Cain umnatze und eventuell die anderen irgendwie feindlich mir gesinnt sein sollte. Ich habe die Assassinen-Magierrobe an. Jetzt geht es. Nach Uga. Und ich habe mir aufgeschrieben, kleiner Tempel Küste Varan, Tempel Uga Oase. Da werde ich mich jetzt mal stracks hinbegeben. Jawohl, that is the temple. Den hatte ich ja schon mal betreten gehabt. Dann gucken wir mal nach, ob wir hier ein paar... Ach, die Teile. Ja, stimmt. Kann ich das jetzt lesen? Lesen. Verstehe. Magisches Wissen plus 3. Okay, was jetzt? So geht das jetzt nicht weg? Ui. Escape, okay. Das Ganze nochmal hier. Lesen. Verstehe. Wunderbar, okay. Escape drücken. Da gab es noch wahrscheinlich noch einen kleinen Fehler. Jupp. Verstehe. Yeah. Verstehe. Wunderbar. Speichere ich mal ab. Schauen wir mal, wie viel Potenz wir jetzt in der Magie haben. 229, klasse. Damit habe ich jetzt den Tempel eine Uga-Oase. Also hier diese... Steinheinis auch lesen können. Stimmt, ja. Was steht denn noch auf meiner Liste? Kleiner Tempel, Küste, Varant. Was haben wir denn noch hier in der Nähe? Pyramide Tadmor. Muss ich gucken. Da ist eine Pyramide. Ob das die von Tadmor ist, jetzt so genau weiß ich nicht. Ich habe nochmal hier dieses Gebäude untersucht. Nö, war nichts drin. Nee, Quatsch. Wo wollte ich denn hin? Ich wollte hin zu...
Orklager, mhm. Weil das ist ja ganz unten. Nicht wahr? Und von da aus, jetzt muss ich mal gucken, wo die Pyramide ist. Die müsste dann hier in dieser Richtung sein. Dann werden wir uns da mal, ja, da hinten ist es schon, dann werden wir uns da mal flugs hinbegeben. So, da sind wir, okay, an der Pyramide. Dann schauen wir doch mal nach, wo wir da reinkommen. Hier gibt es ja nur die Truhe. Oder bin ich jetzt irgendwie völlig falsch? Hä? Stopp! Schalter, ja, okay, das war ja der für den Eingang da hinten. Wer will mich denn hier in die Irre führen? Gibt's doch nichts hier unten. Kein Eingang. Pyramide. Oder ist das nicht die Pyramide? Nö. Ja, Lollek, Bollek, Trollek ist gut. Nö, dann ist es wohl nicht die Pyramide von Tadmor. Ne? Ja, da muss ich woanders hinspringen. Denn wenn ich mir die Karte von Tadmor nochmal angucke, stehe ich ja direkt vor dieser Pyramide dort. Also, das ist doch Tadmors Tal. Na, wollte mich da jemand irgendwie, ne? Okay, ist ja nicht so schlimm. Jetzt gucken wir mal weiter. Na, dann springen wir mal hier hin. Wo habe ich mich denn jetzt hinbegeben? Fragezeichen. Ich habe doch die neuen definiert. Zum Pass von Ishtar. Aha. Was haben wir denn hier noch? Ach, das ist hier. Aha. Da werde ich wohl nicht fündig werden. Ich wollte nämlich Richtung Klosterruine. Mhm. Jetzt befinde ich mich hier bei der Burg. Ruinenburg. Also Burg auch genannt. Wollen wir da mal hochklettern und mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Wo es denn noch eventuelle Steintafeln zu lesen gibt. Ja, herinnen bin ich. Habe noch ein bisschen Lootzeug gefunden und eine Kiste mit verschiedenen Gegenständen. Da gucken wir doch mal, was hier in der Kiste mit verschiedenen Gegenständen ist. So, was haben wir denn da? 4 Schwefel, Kohle, Quarz, Fässer, Pech, Bergkristall. Es kann natürlich auch sein, da ist ja schon ein bisschen... Oh, hier, Lederbeutel mit 10 Goldbrocken. Kann natürlich sein, dass ich hier schon Steinplatten gefunden habe. Aber wie ihr seht, habe ich hier noch nicht alles abgegrast und ich werde weiter grasen. Ein einsamer Skelettschütze. Dreh dich im Kreise. Okay, alles klar. Schön, okay. Ich habe nämlich noch was gefunden, liebe Leute. Und zwar, wenn ich nochmal hier runter gehe, gibt es nämlich endlich... Ah, okay, ich könnte da runterspringen, aber gehen wir mal hier hin. Und zwar endlich eine Kochtopf 4, eine Kessel. Was kann ich denn alles kochen? Ich brauche jetzt unbedingt so... Wurstsuppe, Schinken, Dunkelpilzsuppe kochen. Gibt es denn noch mehr mit Dunkelpilz? Wieso denn nur ein Teller? Okay, haben wir gemacht. Also ich werde noch weiter kochen. Ist klar, überspringen wir jetzt mal. Ach ja, alles verkocht, liebe Leute. Oh, die ganze Nacht durchgekocht. Da draußen ist schon wieder dunkel. Das heißt, ich werde mich jetzt schlafen legen. Das war ja unser Artefakte. Batsch. Wunderbar. Und bis zum nächsten Morgen, damit wir alle wieder ein bisschen was sehen können. Ne? Also an dem Kessel kann man immer nur einzeln kochen, bis auf die Fischsuppe. Da kann man 5 Teller machen. Ja, genau. 5 Teller Alvins Fischsuppe. Okay. Dann werde ich auch gleich mal gucken, weil ich habe nämlich auch Tomatensuppe und Dunkelpilzsuppe gekocht. Das ist bestimmt unter, gucken wir mal, hier Tränke. Ja, unter Nahrung ist es. Sodele, Minecrawler-Suppe. Trinken wir erstmal die Sachen oder essen erstmal die Sachen, die wirklich was bringen. Drückende Brotsuppe, Fischsuppe, leckere Fleischsuppe. Haben wir alles gekocht. Was haben wir hier? Dunkelpilzsuppe. Sehr schön. So.
Und vielleicht gibt's ja wieder ein bisschen Mana. Na, also. Wieder ein bisschen Mana, Mana, Patu, Patuti. Mana, Mana, Patuti, Tu. Okay, was auch noch wichtig war, war Tomatensuppe. Kräftige Schinkensuppe. Moment, Eintopf. Moment mal, Lebensenergiebonus. Ja, natürlich. Ach, nee. Dumm. Ich dachte, es gibt noch was. Schmeckt saftig und frisch. Die Tomatensuppe gibt Stärke. Na gut, okay, jetzt habe ich da den Eintopf. So, dann haben wir hier noch schmackhafte Wurstsuppe. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Ja, gut. Speichern wir mal. Ja, dann geht's weiter auf die Suche, liebe Leute. So, alte Burgruine. Hab dich endlich mal untersucht. Also, hab noch einige Sachen gefunden, Tränke, ein paar Sprüche und irgendwelche Sachen, ist klar. Jetzt habe ich aber gerade hier frisch reingekriegt, und zwar von Alain Dufon. Geh auch mal in den oberes Stockwerk von Tartarons Haus, vor allem im großen Raum links sollten Bücher mit Magiewissen zu finden sein. Herzlichen Dank an der Stelle. Das heißt, zurück nach Uga und zu uns oberes Stockwerk zu Tartarons Haus. Ja, ich mache immer gerne. Liegt wahrscheinlich an den Tierchen, die es hier in Gothic gibt. Oder in die. Ja, überhaupt so. So, oberes Stockwerk Tartarons Haus. Tartaron ist ja hier. Nicht wahr? Da gibt's. Ah, da sind wieder Sachen. Okay, dann gehen wir ins obere Stockwerk. Richtig, das habe ich ja immer gemieden, weil der Behall da steht und ich hier oben nie so reingekommen bin. Aber trotzdem mal vorher, ich speichere mal ab. Nicht stolpern. So, da steht ein Elite-Assassine. Hier steht das Tamärchen. Tamara. Kann ich mit ihr noch flirten? Was muss ich tun, um dich zu befreien? Okay. Was muss ich tun, um dich zu befreien? Richtig für die Nomaden, okay. Also, wenn das wirklich dein Wille ist, dann gibt es nur einen Weg. Du musst Uga von den Assassinen befreien. Damit befreist du auch mich. Wie? Ich soll mich mit einer ganzen Stadt anlegen? Das ist nicht dein Ernst. Ach, war auch bloß eine Idee von mir. Weißt du was? Vergiss es. Nein, nicht vergessen. Kann natürlich sein, dass ich da schon mal abgefragt habe. Tamara forderte mich, Uga aufzuerobern, wenn ich sie befreien will. Ich könnte ihr helfen, werde es aber wohl erst tun, wenn ich die Geheimnisse von Tempel von Ashtot gelüftet habe. Gut, okay, dann haben wir das auch. So, links in die große Kammer gehen. Hier, ne? Wow, war ich noch nicht. Perfekt. Und hier ist auch gleich ein Buchregal. Lehrbuch der Magie. Lehrbuch der Magie. Sehr schön. So, was gibt's noch? Ich werde erstmal. Wer kann mich denn hier sehen? Eigentlich keiner. Erstmal gucken, weil hier so viele Sachen sind. Ui, hier ist ein schönes, bequemes Plätzchen. Voll die Lounge. Junge, Junge. Schön gemacht, schön gemacht. Herrlich. Badezuber, naja, da bringt wahrscheinlich nicht viel. Okay, Lehrbuch der Magie werde ich mal öffnen. So, Lehrbuch der Magie, da ist es. Verstehe. Auch das ist erledigt. Ja, auf die 250 komme ich wohl nicht mehr so schnell. Hm, speichern. Ja, da wollen wir mal gucken, ob wir hier noch was stibitzen können, wie zum Beispiel goldener Kerzenständer. Geht, geht? Geht? Okay. Gab's hier was? Nein? Hier waren wir ja schon. Gibt's hier was? Gesammelte Erfahrungen. Hey, cool. Bein aus Warrend. Sessel. Okay, gesammelte Erfahrungen. Das heißt also wieder mal Erfahrungspunkte sammeln. Das werden wir mal lesen. Habe ich natürlich wie immer vorbereitet. Hier die Position 250 Erfahrung. Das ist doch klasse. Gut, an der Stelle auch wieder mal herzlichen Dank an Alain. Gucken wir auf die Zeit. Ey. Ja. Hier werde ich wohl nichts machen. Ja, ist ja gut. Das mit Bahal, das nervt mich.
damit. Den kann ich auch mit vergessen Sprüchen nicht lahmlegen. Der ist jetzt übrigens jetzt weg, der wird irgendwo hier sein. Ich werde jetzt mal zur Küste wieder rüber. Und zwar von Patara. Okay, da werde ich nicht umzingelt. Genau, hier ist ja der Ernst. Es geht nämlich hier rum. Ich habe nämlich wieder einen netten Eintrag bekommen. Und zwar von Tares. Und zwar, da hinten gibt es ein Schiff an der Küste. Da sollte ich mal hinschwimmen, damit ich die Truhe eventuell öffnen kann. Ich werde das natürlich überspringen. Ja, da hinten ist ja das Schiffchen. Aber ich habe ja vergessen, hier noch um eine Insel herum zu gucken. Wie zum Beispiel haben wir hier nämlich noch was zu liegen. Gucken wir mal. Hier werden wir direkt drauf zu. Das ist cool. Aber ich habe ja vorher schon geguckt. So, aufgehoben. Nur halt so als Zwischeninfo. Doppelter Apfel. Habe ich doch gewusst. Von da oben konnte man sozusagen etwas finden. Aber ich gucke noch weiter, bevor ich zum Schiff schwimme. Und werde mich dann wieder melden. Junge, das ist ja ein Piratenschiff. Ja, jetzt fällt mir auch was dazu ein. Und zwar auch wegen des magischen Wissens. Und bei den Piraten. Okay, und bei den Piraten. Alles klar. Kann ich hier denn schon anlanden oder wird das jetzt übelst? Das wird wohl übelst werden hier. Ich guck mal, ob ich hier rankomme. Komm! Shit. Wahrscheinlich haben sie das so konstruiert, dass ich so nah an die Leute muss. Nee, doch nicht. Also, sind das hier Piraten? Ich speichere mal. Schauen wir mal, wer das ist. Das ist Riley. Oh, Mr. Riley. Und hier vorne liegt wieder was. Erstmal gucken. Genau, ein bisschen Fisch. Ist Riley mir wohlgesonnen? Ich weiß es nicht. Er hat einen Namen. Und sein Name ist Riley. Mal gucken, was er sagt. Halt, keinen Schritt weiter. Oh. Egal, wer du bist. Aber auf unserem Schiff hast du nichts zu suchen. Also verschwinde. Sonst gibt es gewaltigen Ärger. Okay. Leute, ich weiß es nicht. Was ist mit Riley los? Ich speichere nochmal ab. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Verwarnung. Ja, okay. Dann versuchen wir uns nochmal anzunähern. Halt, keinen Schritt weiter. Egal, wer du bist. Aber auf unserem Schiff hast du nichts zu suchen. Also verschwinde, sonst gibt es gewaltigen Ärger. Also hier komme ich schon mal nicht mit Gewalt rein. Aber, Moment mal, wer sind denn die anderen? Gucken kann ich das. Steck die Waffe weg. Boah, ist ja gut, mein Gott. Du Kerlchen. Die erste Stimme war richtig gut. Aber das ist jetzt echt ulkig. Komme ich in den Bug rein irgendwie? Na, kann ja nicht sein. Also es gibt bestimmt keinen Eingang hier am Schiff unten. Tja, was es damit auf sich hat, liebe Leute? Keine Ahnung. Boah. Ich will aber aufs Schiff. Ich untersuche mal hier ein bisschen die Landzunge. Landzunge meine ich. Wobei es wirklich nichts Besonderes gibt, würde ich... Doch, doch, es gibt was Besonderes. Blöde Lörkertjes. Genau, die Teile. Oder nur ein. Und ein bisschen Loot. So, zack, kaputt. Fertig. Was liegt hier? Bergkristalle, jede Menge Bergkristall. Ja, dann kommen wir mal zum Ende dieser Folge. Weil das ist ein bisschen ulkig mit Riley. Und mir ist auch noch aufgefallen, ich habe ja aufgeschrieben, wo es eventuell noch Schriftstücke zu lesen gibt, was die alte Magie angeht. Und zwar die Pyramide. Da kann sein, dass ich in den Folgen vorher schon was gefunden habe. Ne? Und was war da noch? Kleiner Tempel, Küste Varant. Da müsste ich nochmal wissen, welchen ihr genau meint. Das wäre cool. Und ja, vielleicht hier noch was dazu zu sagen. Ich komme nicht auf Schiffs drauf. Der arbeitet mir immer das Gleiche. Oh, ja, wie sieht es mit der Zeit aus? Schlecht. Ich werde dann von hier aus mal zurück zu zur Insel gehen und dann mal die Krogogatoren da alle noch niedermetzeln. Gut, danke bis hierhin fürs Zuschauen. Schreibt die Kommentare und die Antworten auf meine Frage, bitte. Und ein Däumchen. Macht's gut. Tschüss.